hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Heute beginnt die große Reise. Heute ist der 5. Februar 2024 und für mich beginnt jetzt quasi so ein bisschen das Auslandssemester. Ich mache davon noch ein bisschen Urlaub. Liegt ja quasi alles auf dem Weg. Ich mache mein Auslandssemester nämlich in Brisbane in Australien und fliege jetzt erstmal nach Singapur. Bleibe da 4 Tage und dann geht es noch weiter nach Bali. Da bleibe ich nochmal 6 Tage und das steht jetzt heute erstmal an. Ich habe ich bin schon am Flughafen, habe meine ganzen Sachen obviously zusammen, habe mich gestern nochmal bei der ganzen Familie verabschiedet, das war richtig schön, die waren alle nochmal da. Und ja, heute geht's dann los. Ich fliege jetzt erstmal nach Brüssel. Mein Flug ist auch schon gerade dabei, also das Boarding beginnt gerade schon, deswegen gehe ich jetzt gleich mal hin. Wollte mich aber natürlich nochmal melden, heute Morgen ging es sehr früh los. Ich bin um 20 vor 4, glaube ich, aufgestanden und dann waren wir um, ja, irgendwie 5. Nee, stimmt gar nicht. Ja doch, so 4:15 waren wir am Flughafen. Ich habe mich dann bei Mama und bei Mama erstmal verabschiedet. Papa hat mich zum Flughafen gefahren und es hat auch alles gut geklappt. Und ja, jetzt geht es nach Brüssel. Ihr seid natürlich dabei. Und ich bin sehr gespannt. Wie ist die Gefühlslage? Es geht mir eigentlich richtig gut. Ich bin gar nicht so aufgeregt, weil ich auch schon meinen Langstreckenflug alleine gemacht habe. Deswegen ist es für mich eigentlich okay. Irgendwie ist das für mich alles noch sehr surreal und ich glaube, jetzt kommt so ein bisschen kommt jetzt die Vorfreude auf jeden Fall. Ja, ich bin sehr gespannt, aber ich freue mich ganz doll und ja, dann steige ich jetzt mal ein. Gelandet. Ich habe auch schon meine Boardingkarte, genau, für den nächsten Flug. Ich habe die in Hamburg nämlich nicht direkt bekommen und da dachte ich schon so, da hatte ich schon einmal ein bisschen schlechte Erfahrungen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber als wir nach Jamaika geflogen sind, da war es auf einmal so, jetzt sind ausgecheckt, das ist ein Flug und wir waren so, perfekt. Aber es hat auf jeden Fall alles funktioniert und jetzt ist hier in 10, 15 Minuten Boarding und dann geht es nach Abu Dhabi, da habe ich auch 3 Stunden Aufenthalt und dann geht es weiter nach Singapur. Yes, that's the plan. Und ich habe noch ein Franzbrötchen. Also ich habe noch ein bisschen Hamburg dabei. Das werde ich, glaube ich, gleich mal essen. Ich überlege, ob ich irgendwie das zwischendrin noch schaffe, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Aber jetzt sind 15 Minuten vielleicht ein bisschen knapp. Und eben im Flieger, ich hätte einfach heulen können. Es ist jetzt so langsam überkommt es mich. Die Vorfreude ist auf jeden Fall da. Und ich weiß nicht, ich finde es so süß, was für tolle Leute ich um mich herum habe. So, Papa guckt gerade die ganze Zeit, wo ich bin und war so, ja, habe ich gesehen, du bist da und da und da. Und auch meine Mitbewohnerin Kathi, die ist so, ja, ich habe deine ganzen Flüge jetzt getrackt, ich habe dich auch auf dem Schirm. Und ich finde das irgendwie so süß. Und ich habe auch richtig viele süße Nachrichten bekommen, dass die mal an mich gedacht und weiß ich nicht. Ich freue mich da gerade richtig doll drüber. Und freue mich jetzt auch voll auf den langen Flug. Ich finde so, ich glaube, ich bin jetzt so 6-7 Stunden unterwegs dann. Das finde ich eigentlich ganz nice. Also ich habe es tatsächlich geschafft, gerade noch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe mich hier einfach mit meinem kleinen Mikro hingesetzt und es hat wirklich sehr gut funktioniert. Und jetzt nehme ich auch gleich Boarding. Deswegen gehe ich jetzt mal langsam zum Gate. Versuche die Podcast-Folge noch schnell hochzuladen, dass wir einfach ein kleines Update haben. Und dann freue ich mich jetzt ja auf den Flug. Also, let's go. So, ihr Lieben, ich bin jetzt in Abu Dhabi angekommen. Der Flug war eigentlich richtig gut. Ich weiß gar nicht genau, wie lang es war, aber irgendwie kam es mir gar nicht so lang vor. Ich habe geschlafen. Ich war richtig müde, einfach weil ich ja diese Nacht nicht so viel geschlafen hatte. Ich habe 2 Filme geguckt, oder 1,5. Ich habe einmal The Father of the Bride geschaut. Den fand ich richtig gut. Ich habe kurz ein bisschen geflennt einfach. Natürlich. Und dann habe ich die Doku von Elvis Presley angefangen. Die fand ich auch mega spannend. Da habe ich jetzt noch 40 Minuten über. Und ich hoffe, dass das im nächsten Flug auch wieder, dass der Film auch da ist. Und sonst, ja, geschlafen, gegessen, Filme geschaut. Das war's. Und dann war der Flug auch schon vorbei. Und jetzt habe ich mich gerade auf ein YouTube-Video gesetzt. Werde das mal schneiden. Und dann habe ich eh noch so 1-2 Stunden Zeit. Und dann geht's weiter nach Singapur.
this empty void inside. Something about ya makes me wanna be with you for a long time. Do ba do be do ba do be do 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 do. So, Lieben, ich bin jetzt angekommen in Singapur. Es hat alles richtig gut. So, ich halte es mal vielleicht hier so fest. Es hat alles richtig gut geklappt. Ich habe auch schon meinen Koffer. Also, das klappt alles wie im Schnürchen. Der Flug war eigentlich auch ganz gut. Ich konnte auch wirklich gut schlafen, muss ich sagen. Also, ich habe immer. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Bin immer nur zum Essen aufgewacht. Ich habe richtig gute Filme geguckt. Einmal habe ich schon erzählt, glaube ich, die Doku von Elvis Presley habe ich zu Ende geguckt. Fand ich mega gut. Der ging einfach 2,5 Stunden, aber ich fand es mega klasse. Und was hatte ich noch geguckt? Isn't It Romantic hatte ich geschaut. Fand ich auch ganz lustig. Ja, nee, war tipptopp. Da habe ich noch ein bisschen in Reiseführer reingeschaut, weil ich heute jetzt ja auch den ganzen Tag habe. Wir haben es jetzt nämlich, ist die Ortszeit schon angepasst? Ja, wir haben es jetzt, man sieht es nicht, aber wir haben es jetzt 10.10 Uhr. Ja, man sieht es gar nicht, aber wir haben, ja, ne, es ist auf jeden Fall morgens. Und ich habe eigentlich auch wirklich gut geschlafen, so deswegen, das passt schon. Richtig süß, Mama hat mir schon alles rausgesucht, wie ich zum Hotel komme. Mama und Papa haben mir bald nochmal geschrieben, so ganz, ganz lieb, dass sie mich ganz so lieb haben und dass die Shorts so mich sind und fast geflennt, sag ich ehrlich, aber ja, bin richtig, richtig happy und ja, freue mich jetzt auf den Tag. Habe ich sonst was zu erzählen? Nö, es läuft alles wie am Schnürchen. Ich hole mir jetzt noch meine SIM-Karte, ich mache das immer online, man kann sich so eine eSIM kaufen. Ich mache das über Airlo, ich kann euch das mal hier hinschreiben. Die werde ich mir jetzt mal holen, mal sehen, wie viele Gigabyte ich brauche. Und dann werde ich mich aufmachen zum Hotel. Oh nein, Leute, zwei Probleme. Ich bin gerade erstens dabei, die ganze Zeit die SIM-Karte zu aktivieren und irgendwie ist das gar nicht so leicht. Es dauert auf jeden Fall irgendwie lange, weil ich nicht so gutes Internet ist auch. Und da habe ich einfach dicke Beine bekommen. Ich glaube es gar nicht. Ich habe einfach so dicke Knöchel und sowas bekommen. What the fuck, das hatte ich noch nie. Aber ich habe auch nochmal drüber nachgedacht. Ich habe mich einfach null bewegt, den ganzen Flug. Ich war am Ende einmal auf Toilette und das war's. Jetzt versuche ich ein bisschen Bewegung in die Sache reinzubringen. Bin eben schon ein bisschen spazieren gegangen. Aber ich hatte das noch nie. Oh mein Gott. So, liebe Leute, ich bin jetzt angekommen. Ich bin jetzt in diesem Kapselhotel. Das ist mein Bett oder quasi mein Zimmer. Ist eigentlich wie ein Hostel. Ich weiß halt nicht, ob hier jemand ist. Ich glaube nicht, aber sonst verstehen die mich eh nicht. Ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen was hinter mir. Ich bin hier mit einem Grab hingefahren. Das ist hier so die Uber-App. Und ich habe das nicht hingebekommen, oh mein Gott, meine Beine sind so angeschwollen. Ich muss vielleicht echt mal ein bisschen bewegen. Ich ziehe mich gleich an und gehe auch raus. Aber ich habe das nicht hingekriegt, die eSIM-Karte zu aktivieren. Das ging irgendwie einfach nicht. Und jetzt geht es irgendwie auf einmal. Da bin ich schon mal sehr froh. Und irgendwie war bei der App meine Karte nicht hinterlegt. Und dann hatte ich aus Versehen Cash ausgewählt. Und ich hatte obviously keinen Cash dabei. Und der Fahrer war einfach so, das war auch so richtig lustig. Und der war so lieb. Und hat mir voll geholfen, wie ich dann zum Hotel komme. Und dann war so, ja, mach dir gar keine Sorgen ums Geld, mach nichts. Und ich war so, what? Und das hat mir so unglaublich leid. Aber ich konnte nichts machen. Ich habe versucht, bis zu PayPalen. Aber das ging auch nicht. Ja, richtig crazy. Also schon mal mega lieb die Menschen hier. Und jetzt werde ich mich schon umziehen und dann gehe ich auch raus, weil ich glaube, ich meine Beine ein bisschen vertreten muss. So, ihr Lieben, kleines Update. Ich weiß immer nicht, ob hier jemand ist, aber ich glaube, hier ist gerade niemand. Super weird. Naja, ich war auf jeden Fall vorhin ein bisschen in Singapur unterwegs. Habe mir nur ein bisschen was angeguckt. Ich war so müde, dass ich mich jetzt nochmal hingelegt habe. Ich habe dann irgendwie 1,5 Stunden geschlafen. Wir haben es jetzt 5:50 und ich habe eine kennengelernt hier aus dem Hostel. Die ist aus Singapur und mit ihr und ein paar Freunden gehe ich jetzt essen. Ich dachte so, das muss ich wahrscheinlich machen. Ja, genau. Jetzt bin ich auch wieder fit. Meine Beine und so sind immer noch angeschwollen. That's pretty weird. Ich glaube, es ist schon ein bisschen besser. Ja, machen wir jetzt mal fertig und dann gehe ich mit den Essen. Been around, but I can't get you out of my head. Try to stray. Also, lieben, kleines Update. Das war jetzt noch ein relativ langer Abend. Wir haben es jetzt 10:30. Ich war nämlich richtig cool. Ich habe im Hostel eine aus Singapur kennengelernt, das habe ich erzählt. Und dann war ich mit Freunden von ihr essen und es war ein richtig lustiger Abend. Und er war irgendwie voll geil, mit halt Einheimische kennenzulernen. Und dann wollte ich eigentlich gerade ins Bett gehen, war gerade drauf und dran zu duschen, um mich fertig zu machen. Da vorne muss ich gleich rein. Und dann habe ich noch eine Deutsche getroffen, die ich vorher schon mal kurz gesehen hatte. Und dann haben wir herausgefunden, dass wir beide aus Hamburg kommen. Und so war es, ja, ich treffe mich jetzt mit dem Freund, den ich zufällig getroffen habe, der jetzt zum Auslandssemester nach Brisbane geht. Und ich war so, okay, das sind jetzt ein paar zu viele Zufälle. Deswegen war ich jetzt gerade noch mit denen was trinken. Und jetzt,
möchte ich aber schlafen, weil es war ein sehr langer Tag. Forget, but the thoughts, they seem to drown me instead. So, lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist jetzt der nächste Tag. Wir haben heute Mittwoch, den 7. Februar. Ich hab richtig lange geschlafen. Das ist sogar, wir haben es jetzt 13 Uhr. Ich habe erst 11 geschlafen, dass es im Hostel geht. Das ist ja eigentlich auch nicht so häufig der Fall. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt gerade Frühstück geholt. Das ist typisches Frühstück in Singapur. Das ist immer so Butter Toast. Und hier ist so, ich glaube, dazwischen ist Butter. Und dann sind es so Eggs. Ich habe es gerade gesehen. Die werden beworben mit Wet and Runny Eggs. I don't know. Es ist auf jeden Fall, ihr habt es eben gesehen, es ist sehr, sehr, sehr flüssig. Und dann, das ist aber so ein geiler Tee. Es schmeckt ein bisschen wie Bubble Tea ohne Bubbles. Sehr lecker. Auf jeden Fall war das eine Empfehlung von dem Mädchen aus Singapur, das ich kennengelernt habe. Und da dachte ich, das müssen wir natürlich auch mal probieren. Also ja, we will see. So, ihr Lieben, kleines Update. Ich habe jetzt gefrühstückt, habe mir ein bisschen was rausgesucht. Ich werde jetzt nämlich erstmal zur Ruffles-Statue gehen. Dann treffe ich mich mit dem Mädchen aus Singapur bei der Arab Street. Und dann würde ich heute vielleicht nochmal zur Orchid Street. Ich glaube, das ist so die Haupteinkaufsstraße hier. Also der Plan ist für heute. Ich wollte eigentlich erst in die Gardens gehen. Weil die sind ja hier so die Hauptsehenswürdigkeit. Das sind diese Bäume, die man auch aus Singapur kennt. Also eigentlich wollte ich euch nur erzählen, ich finde es richtig geil. Eben hat die Sonne geschienen und es hat mir wieder auf meine Haut gebrannt. Es war klasse, wirklich. Ich habe es sehr vermisst. Ich schicke euch hier ein bisschen Sommer, because, I don't know. Ich brauche das, deswegen bin ich ja auch hier. Und auf jeden Fall, genau, mache ich das jetzt erstmal. Dann wollte ich, wie gesagt, eigentlich in die Gardens gehen, aber diese Woche ist das chinesische Neujahr. Deswegen werde ich wahrscheinlich erst am Freitag dahin gehen. Das ist bestimmt auch ein bisschen geschmückt und so. Und ich treffe mich dann heute Abend mit den Leuten von der WU, die hier im Auslandssemester sind. Also mit einem Freund von mir und die anderen beiden kenne ich noch nicht, aber wir lernen sie heute Abend kennen. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt, genau, muss ich mal die Stadt suchen. What it takes to fill this empty void inside. Folgesituation. Ich bin jetzt auf der Orchid Street, das ist hier so die Shoppingmeile. Ich habe es, glaube ich, für einen falsch genannt. Ich dachte die ganze Zeit, das ist Orchid, but it's not. Naja, auf jeden Fall habe ich mir schon Korean Skincare gekauft. Ich habe euch schon erzählt, das wollte ich mir unbedingt kaufen. Ich habe mir da jetzt schon so zwei Produkte gekauft, weil die Hauptmarke, die ich eigentlich haben wollte, die hatten sie hier nicht. Aber ich werde das irgendwo noch finden, also vielleicht dann spätestens in Australien. Dann war ich noch bei Uniqlo, habe mir eine Hose gekauft und diese Tasche, die ich jetzt auch gerade umhabe, nur noch mal in schwarz, weil ich dachte, das ist so für abends ein bisschen netter. Und jetzt gehe ich noch kurz zu Victoria's Secret, weil ich richtig gern das Parfüm haben wollte. Das Bombshell, ich weiß, das hat jeder, aber ich finde es trotzdem richtig klasse. Und dann fahre ich zurück zum Hotel und mache mich fertig. So, meine lieben Leute, so far war es ein richtig klasse Abend. Ich war mit Leuten von der WU tatsächlich gerade was trinken. Die sind nämlich hier zum Auslandssemester. Und jetzt stehe ich hier schon vor der vom Marina Bay Hotel. Das ist dieses Hotel, für das Singapur bekannt ist. Habe ich gedrückt. Yes, I did. Denn da oben ist eine Bar, die nennt sich Celavi. Und jeden Freitag ist, jeden Mittwoch ist Ladies Night, wo alle Frauen kostenlosen Eintritt bekommen und Prosecco. Deswegen werde ich mich da jetzt mal aufmachen und hochfahren. Und ich bin gespannt. Ich sehe es jetzt gerade hier von unten und es ist doch schon sehr hoch, aber ich glaube, heute ist der perfekte Tag, um es halt zu machen. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. Something about ya makes me wanna be with you for a long time. So, liebe Leute, hello, hello, hello. Heute ist der nächste Tag. Heute haben wir den 8. Februar und oh mein Gott, ich hatte gestern einfach den Abend meines Lebens. Ich hatte den Spaß meines Lebens. Es war mega. Ich war erst mit Freunden von der WU was
genau, wir waren erst zum Essen und dann waren wir noch was trinken. Und danach wollte ich unbedingt noch ins C'est la vie. Das ist die Bar auf dem... Ah, ich habe euch das irgendwann zwischendrin mal erzählt. Genau, das ist die Bar auf dem Hotel hier. Also auf dem Hotel hier. Und das wird dann später noch zum Club, was mir gar nicht so bewusst war. Und ich war so, gestern ist Ladies Night, ich gehe da unbedingt hin. Und dann stand ich da in der Schlange, bin da einfach alleine hingegangen. Es war ultra voll. Da habe ich mich schon mal so ein bisschen vorgedrängelt. Also nein, ich habe da zwei Mädels gesehen und ich dachte mir so, ich bin eh alleine. Dann habe ich die angesprochen und gefragt, ob ich die so ein bisschen joinen kann. Das waren Schwedinnen und das war eh super nett. Und irgendwann haben sie einfach keine Leute mehr reingelassen. Original, als wir ganz vorne standen. Und ich dachte so, nee, ich gehe da heute Abend auf jeden Fall rein. Sonst kostet es nämlich 40 Euro Eintritt. Also falls ihr in Singapur seid und eine Frau seid, geht unbedingt am Mittwoch dahin. Und dann haben sie irgendwann wieder Leute reingelassen. Und dann wurde ich mit Australien zusammen reingelassen. Und mit denen habe ich dann eh so den Anfang ein bisschen verbracht. Dann, ihr müsst euch vorstellen, die Bar war schon geschlossen. Es war nur noch ein Club. Und wenn man aus dem Club rausgeht, war da einfach so verschiedene Lounges quasi, so verschiedene Tische. Und dahinter war einfach der Blick. Und es ist so crazy. Du stehst im Club und guckst quasi von diesem Hochhaus und bist über den Dächern von Singapur. Es war krass. Es war wirklich wild. Und ich stand da, also ich war auf einmal ein anderer Mensch. Wirklich, ich war einfach alleine feiern. Ich glaube, mir kann nichts mehr passieren. Ich stand dann da halt und habe die Aussicht so ein bisschen genossen. Und ich war so, okay, ich glaube, ich würde das mein Leben lang bereuen, wenn ich jetzt nicht frage, ob jemand ein Foto für mich macht. Und dann waren da eh so ein paar süße Mädels und habe ich gefragt, ob die ein Foto für mich machen können. Habe da kurz ein Fotoshooting mit denen gemacht, habe ein paar Bilder von denen gemacht, die haben Bilder von mir gemacht. War klasse. Ich habe auch so viele Instagrams gesammelt. Ich war von einem Mädchen so, hey, gib mir mal dein Instagram. Wer war ich gestern? I don't know. Aber es war mega. Dann habe ich mir noch eine neue Gruppe gesucht. Nee, war ich wieder bei Australien. Dann habe ich aber noch Deutsche kennengelernt. Die beiden Mädels waren auch mega lieb. Und dann habe ich noch einen aus Singapur kennengelernt. Und am Ende auch noch Deutsche. Ja, und es war mega gut. Ich war richtig lange unterwegs und ich hatte wirklich einen klasse Abend. Und ihr müsst euch vorstellen, jedes Mal, also die Musik fand ich auch gut im Club. Und jedes Mal, wenn halt ein beschissenes Lied kam, war ich so, okay, kurz mal rausgeguckt. Ich war so, wow, mir geht's wieder gut. Also es war der Wahnsinn. Und jetzt wollte ich noch kurz zeigen, was ich gestern gekauft habe. Ich mache euch nur mal einen kleinen Haul. Ich habe nämlich zuallererst Finally Korean Skincare gefunden. Ich wollte es unbedingt haben. Das ist einmal hier so ein Serum, Power Essence, I don't know, Snail, irgendwas ist da, oh mein Gott, ich dachte die ganze Zeit, Snail ist Schnecke, ist Schlange, aber Snail ist ja Schnecke. Nice, gut. Dann habe ich noch eine Tagescreme, da bin ich sehr gespannt. Also ich wollte unbedingt Korean Skincare haben, das ist jetzt schon meine Ausbeute. Und dann habe ich mir bei Victoria's Secret ein neues Parfum gekauft. Ich habe mir das Bombshell gekauft. Ich weiß, es hat jeder. Ja, das ist dieses hier. Wunderschön. Es riecht so gut. Und es gab halt ein besonderes Angebot. Da musste ich quasi zuschlagen. Es gab nämlich noch einen Body Mist dazu. Und eine Body Lotion. Und jetzt bin ich komplett ausgestattet. Perfekt. Und ich hatte einen kleinen Full Circle Moment. Weil bevor ich gefahren bin, habe ich nochmal meine Body Sprays durchgetestet. Und ich hatte so eins von Hollister, was ich mega gern mochte. Aber das waren fast alle. Und ich habe das gar nicht so richtig zusammengebracht. Und dann habe ich das jetzt hier gekauft, weil ich das schon mega lange auch haben wollte und toll finde. Und dann habe ich erst gecheckt, dass das Hollister davon Dupe war. Also die riechen ultra ähnlich. Jetzt habe ich heute nochmal ein bisschen geschlafen. Und jetzt werde ich mich mal auf in die Stadt machen. Ich glaube, ich gucke mir heute die Air Botanical Gardens an. Und alter, liebe Leute, ich war einfach gestern alleine feiern. Wer bin ich? Aber es war so cool. Wirklich, ich hatte mega Spaß. Und ich habe einfach irgendwelche Leute die ganze Zeit angesprochen. Und da waren gefühlt eh so viele, keine Ahnung, da waren viele Deutsche auch. Und es war echt cool. Also ich hatte wirklich den Spaß meines Lebens. Ich hatte eine mega, mega Nacht. Ja, 10 out of 10, I would recommend. Aber ich würde sagen, ich glaube, der Vlog geht jetzt schon relativ lang. Ich würde sagen, wir beenden ihn mal an der Stelle. Ich hoffe, dass euch der Singapur-Content bisher gefallen hat. Ich sitze übrigens gerade in meinem Kapselhotel und ich hoffe, dass hier niemand ist. Aber ich denke immer, okay, im Zweifel hoffentlich kein Deutscher und dann versteht es einfach nicht. Ja, aber ihr süßen Mäuse, ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Fühlt euch alle ganz, ganz so gedrückt. Und ein dickes Küsschen noch nicht alle.